Hallo und einen herzlichen Gruß und einen wunderschönen sonnigen Nachmittag. Wenn du das Video jetzt als Replay guckst, dann schreib mir das doch bitte einmal in die Kommentare, Hashtag Replay, weil das mag Facebook. Genau, heute möchte ich gerne über die Wechseljahre sprechen, weil ich so ein unglaublich interessantes Gespräch hatte. Und zwar habe ich mit einer Spezialistin über den weiblichen Hormonhaushalt und den weiblichen Zyklus gesprochen. Und in dem Gespräch sagte ich so, ja, ich bekomme ja wahrscheinlich auch irgendwann dann mal meine Wechseljahre. Ich bin jetzt ja 47 Jahre alt und naja, irgendwann werden die Wechseljahre schön, da kommen wir hier dazu. Wunderbar. Genau, also ich im Gespräch so, ja, ich kriege ja wahrscheinlich auch irgendwann meine Wechseljahre. Ich weiß gar nicht, wann das eigentlich losgeht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Zyklus jetzt so ein bisschen länger wird, aber keine Ahnung, wann das so losgeht. Und ich hatte eigentlich mal gedacht, gelesen zu haben, dass Frauen, die mehrere Kinder bekommen haben, und ich habe ja vier Kinder, dass die eventuell früher ihre Wechseljahre bekommen. Und dann haben wir noch so ein bisschen länger geredet und sie sagte, ja, das könnte man jetzt auch so ein bisschen testen oder man könnte gucken. Aber tatsächlich, wenn wir uns so unterhalten, würde ich jetzt fast sagen, du bist eigentlich schon fast durch. Und ich echt so, what? Ich habe vor vielen, vielen Jahren schon mehrere Bücher mir gekauft. Hallo, wer dazukommt? Mir mehrere Bücher gekauft über die Wechseljahre und angefangen zu lesen, weil meine Mutter so unglaublich unter den Wechseljahren gelitten hat. Und ich weiß, das war für sie ein totales Thema. Und ich dachte so, möchte ich ja nicht so gerne. Und was ich total spannend fand, war, dass wirklich in jedem dieser Bücher, die ich gut fand, hallo Marielle, schön, dass du da bist. Also in jedem dieser Bücher über die Wechseljahre, das ich gut fand, stand der Säurebasenhaushalt mit drin. Und dass empfohlen wird, eine basische Ernährung zu machen und so. Und ich habe immer gedacht, naja, das kommt irgendwann mal, das Thema. Ich komme irgendwann in die Wechseljahre und wenn ich dann Probleme habe, dann versuche ich den Säurebasenhaushalt noch ein bisschen mehr anzuziehen und zu korrigieren. Und dann werde ich merken, dass es hilft. So ungefähr. Irgendwie sowas habe ich gedacht. Und ich habe immer noch gedacht, naja, kannst ja nicht über die Wechseljahre erzählen, wenn du noch nicht drin bist. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen unglaubwürdig oder irgendwie so. Und jetzt geht mir das die ganze Zeit durch den Kopf und ich wollte das mal mit euch teilen, weil ich immer so denke, wow, das wäre doch, wäre das gigantisch? Das wäre echt cool, weil ich kann sagen, ich bin seit ein paar Jahren in emotional-mentalen Prozessen. Und wenn wir in die Wechseljahre kommen, dann gibt es eigentlich so, denke ich mal, zwei Hauptdinge. Das eine ist die Hormonveränderung und Hormone bewirken Stimmungen und bewirken auch andere Dinge im Körper, das Hormonsystem. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus und das ist wahnsinnig komplex. So, das heißt, in den Wechseljahren haben wir auf jeden Fall die Tendenz zu so Stimmungsschwankungen und bestimmte Themen kommen an die Oberfläche. Wenn das dann noch gepaart ist mit der Pubertät von Kindern, dann ist das manchmal, geht es dann emotional hoch her. Oder auch Beziehungsthemen und so weiter. Aber so, beziehungsweise und. Warum ich das jetzt mache, das Video, was ich so spannend daran finde, wenn in jedem guten Buch über die Wechseljahre drin steht, dass eine basische Ernährung, eine basische Körperpflege und so hilft, durch die Wechseljahre zu kommen, beziehungsweise die Beschwerden zu lindern. Und mir wird gesagt, dass es sein könnte, dass ich schon fast durch bin, dass einfach irgendwann dann die Blutung nachlässt oder aufhört. Dann denke ich so, cool. Also weil, ja, ich habe ja schon mal Erfahrung gemacht mit dem Hormonhaushalt, mit der Veränderung und dem Säurebasenhaushalt. Und auch da konnte ich so deutlich merken, was es für einen Unterschied macht. Ich habe drei Kinder,
bekommen und nach dem dritten Kind habe ich angefangen mit dem Säurebasenhaushalt. Das heißt, ich hatte schon umgestellt einiges, ich hatte schon mal mein erstes Basenfasten gemacht. Ich habe in der vierten Schwangerschaft dann sehr doll darauf geachtet, basisch zu bleiben, also nicht wahnsinnig streng, muss ich ehrlich sagen, ist es 14 Jahre her, da war ich noch nicht so wahnsinnig streng. Aber mir fiel doch deutlich auf, dass ich nicht so viel schwitze, dass mein Schweiß nicht so riecht, dass ich diese ganzen typischen Schwangerschaftsbeschwerden, obwohl ich ja viel älter war als bei der ersten Schwangerschaft und auch es ja meine vierte Schwangerschaft war, ich diese typischen Schwangerschaftsbeschwerden alle gar nicht hatte. Und da war schon so, bing, cool, 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 wenn ich das so in der Hand habe. Genau. Sagt mir das mal, habt ihr damit Erfahrung? Also wer jetzt zuguckt, schreibt mir das doch bitte mal rein. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht? Wie geht euch das? Habt ihr erlebt, dass ihr starke Schwangerschaftsbeschwerden hattet, als ihr mal schwanger wart? Oder seid ihr in den Wechseljahren? Oder seid ihr vielleicht schon durch und habt Erfahrungen gemacht, was da doof war? Oder auch vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der gesagt hat, ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht und ich hatte das Gefühl, dass das gut war, mit dem Säurebasenhaushalt da basisch gegenzuwirken. Das würde mich unglaublich interessieren. Genau, also auf jeden Fall ist es so, und jetzt erkläre ich mal kurz das Prinzip. Also das Prinzip ist so, dass wir mit den Jahren, je älter wir werden, umso mehr versäuern wir verschlacken. Das liegt einfach daran, dass wir zu viele Säuren täglich zu uns nehmen und der Körper sie auch noch selbst bildet durch Stress und einfach auch durch die normale Verdauung. Unser normaler Stoffwechsel produziert auch Säuren. Und normalerweise ist der Körper aber in der Lage, die angefallenen oder eingebrachten Säuren auch wieder hinauszubringen. Deswegen sagt man auch Säurebasenhaushalt oder Säurebasenbalance. Es hält sich eigentlich immer in einer gesunden Balance. So, wenn wir in einer natürlichen Umwelt leben und wir gesund sind. Ja, wir nehmen Säuren auf, wir bilden Säuren und wir geben Säuren ab über verschiedene Körpersysteme, die Atmung, die Haut, die Verdauungsorgane. So, das heißt, ein sehr schlaues, sehr ausgeklügeltes System. Marielle schreibt, ich habe auch in der zweiten Schwangerschaft keine tierischen Produkte mehr gegessen und es ging mir deutlich besser. Super, vielen Dank für diese Rückmeldung, weil ja, genau. Genau, tierische Produkte sind sehr sauer, bringen sehr viel Säure in den Körper, beziehungsweise im Stoffwechsel wirken sie sehr sauer. Und wenn man das weglässt, ist man basischer. Cool, toll, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast. Das freut mich, das bestärkt mich jetzt in meinem Gedanken. So, also, Tatsache ist, wir nehmen mehr Säuren auf, als wir abgeben können, weil der Körper schafft es nicht, das abzugeben. So, und wir Frauen haben gegenüber den Männern einen großen, großen Vorteil, weil wir einmal im Monat über die Menstruationsblutung Säuren abgeben können. Das ist der Grund, warum dann oft vor der Menstruation so ein kleiner Säurestau entsteht. Ja, da fängt das schon an mit den Stimmungsschwankungen. Da fängt das schon an, dass so Spannungsbeschwerden im Gewebe entstehen, dass wir mies drauf sind und so. Ich habe viele Jahre lang am Anfang meiner Regel die Kopfschmerzen gehabt, immer so am ersten Tag, bis ich dann was losgeworden bin und dann wurde es besser. Ja, also das ist sehr individuell ausgeprägt und trotzdem kann man sagen, wir Frauen haben das große, große Glück, durch unsere Blutung Säure abzugeben. Ich habe sogar mal gelesen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also je stärker übersäuert eine Frau ist, umso stärkere Blutungen hat sie. Weil der Körper versucht, über die Blutung was loszuwerden. So, was jetzt in den Wechseljahren passiert, das ist spannend, weil wenn der Körper aufhört, mit der monatlichen Blutung wird er eben auch diese Säuren nicht mehr los. Der Körper sucht dann nach anderen Möglichkeiten. Wenn das Hautsystem gut funktioniert, versucht er zum Beispiel, es über das Schwitzen rauszubringen. Denn auch über die Haut, über den Schweiß, können wir Säuren aus dem Körper austransportieren. Ah, also ein wichtiger Zusammenhang. Ja, wenn wir stark übersäuern und diese Säuren nicht loswerden, dann braucht der Körper
basische Mineralien, um die Säuren zu neutralisieren und im Gewebe abzulagern. Ah, dann kriegen wir noch mehr so Fetteinlagerungen mit schön gepolstert sozusagen als Beiwerk mit den neutralisierten Säuren. So Zellulite wird mehr und so. Aber wenn wir nicht genug basische Vitalstoffe zu uns nehmen, nimmt der Körper sich die basischen Mineralien, die er braucht, aus dem Haarboden. Das ist der Grund, warum viele Frauen in den Wechseljahren dann Haarausfall bekommen. Er nimmt sie aus den Zähnen, aus den Nägeln, ja, aus der Haut, wodurch die Haut dann schlaff wird. Das hat auch was mit den Hormonen zu tun, aber auch ganz viel mit der Vitalstoffversorgung. Genau, das heißt, spätestens zu den Wechseljahren müssen wir drastisch umstellen, wir Frauen, wenn wir in unserer Energie und unserer Kraft und in unserer Gesundheit bleiben wollen, weil sonst gehen die Zähne kaputt, die Knochen kaputt. Ja, die Knochen sind auch ein wunderbares basisches Vitalstoffdepot. Und wenn wir dann nichts machen und der Körper jeden Tag die basischen Vitalstoffe aus den Knochen braucht, um diese Säuren zu neutralisieren und sie im Zwischenzellgewebe einzulagern, holla die Waldfee. Ja, dann steuern wir direkt auf die Osteoporose zu. Habe ich das gut erklärt? Schreibt mir mal, ob ihr das nachvollziehen könnt, diesen Zusammenhang, warum das so wichtig ist. Und natürlich wäre es toll, wenn wir damit schon früh anfangen. Ja, mich bestätigt das jetzt einfach, dass mir von dem Profi gesagt wurde, dass ich wahrscheinlich so von meinem Alter und Anzahl der Kinder und so. Ja, Marielle, vielen Dank. Marielle sagt, ja, ich habe es gut erklärt. Super. Ich versuche immer, das so runterzubrechen, dass ich wirklich Sachen verständlich erkläre. Als sie mir sagte, weißt du, das könnte auch gut sein, dass du schon fast durch bist, ohne Beschwerden, dachte ich nur, wow. So, und das kommt aber nicht von gar nichts. Also, ich lebe seit vielen Jahren basisch bzw. basenüberschüssig, denn ich bin überhaupt kein, ich bin nicht dogmatisch. Ich bin gestern auch gefragt worden von einer meiner Nichten, ach, ich dachte, du isst keinen Zucker. Ich sage, nein, ich esse normalerweise auch keinen Zucker. Heute aber. Ja, so, weil ich bin nicht dogmatisch. Und wenn ich dann Zucker esse und Zucker ist extrem sauer, dann weiß ich auch, wie ich das dann wieder ausgleiche. Ja, das heißt, ich habe ein sehr gutes Gespür entwickelt für meine eigene Basenbalance. Hallo, da ist noch jemand dazugekommen. Wunderbar. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen lernen, uns immer wieder selbst in die Balance zu bringen. Los geht mit den Wechseljahren. Also, das ist so ein bisschen die Frage. Das kann auch sein, es gibt auch Frauen, wo das sehr spät erst losgeht. Aber es passt dazu, dass ich seit ein paar Jahren, und das gehört eben auch zu den Wechseljahren, dass Themen hochkommen, die sich mir in den Weg stellen. Und diese Themen wollen bearbeitet werden. So, weil die Stimmungsschwankungen können wir auch auf den Säure-Basen-Haushalt zurückführen. Also je übersäuerter wir sind, umso saurer sind wir. Ja, kann man wirklich tatsächlich so sagen, dass unsere Stimmung auch stark von unserem pH-Wert im ganzen Körper abhängig ist. Aber natürlich ist es auch in der Mitte des Lebens wichtig, dass wir uns bestimmte Themen angucken. Und ich habe so einige Themen, aber das ist auch eben, habe ich das erweitert. Ich gucke beim Säure-Basen-Haushalt nicht nur den Körper an. Und das habe ich gemerkt in den letzten Jahren, weil ich eben merkte, da sind so ein paar Themen, emotional, mental. Wenn ich mir die nicht angucke, dann bin ich arg gestresst. Und was macht Stress in unserem Körper? Er macht uns sauer. Ja. So, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das wäre wieder ein eigenes Thema für sich, warum mentaler und emotionaler Stress sauer macht. Aber vom Prinzip her ist es so, dass man sagen kann, jeder Stress im Körper, und das ist ein emotionaler Stress, ein mentaler Stress, genauso wie ein Zellstress, der dadurch entsteht, dass die Zelle keinen Sauerstoff mehr bekommt oder es nicht genug Nährstoffe im Körper gibt. Alle Arten von diesem Stress übersäuern uns. Ja, so, das heißt,
Ich habe einiges getan, um jetzt mit ganz gutem Gefühl durch die Wechseljahre zu gehen oder sogar schon fast durch zu sein. Ich werde weiter berichten, wie es damit aussieht. Aber da ich immer dachte, wenn ich mal so weit bin, mache ich mal ein Programm zu den Wechseljahren, wo ich Frauen durch die Wechseljahre begleite, beziehungsweise noch hübscher, ich mag es ja immer gerne als Prävention, ne? Dass man so früh schon die Menschen erreicht, dass sie schon anfangen, umzustrukturieren, bevor es denn losgeht, weil das ist natürlich viel cooler. Ja, ist ja viel besser. Das ist ja so, als würdest du sagen, in 3 Jahren will ich einen Marathon laufen. Und bis dahin schaue ich mal, wie es so ist. Und ich bereite mich gar nicht vor. Also, wenn ich weiß, ich komme irgendwann in die Wechseljahre, dann ist es eigentlich sehr schlau und cool, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Und das können wir eben, indem wir uns ganz bewusst mit uns selbst konfrontieren. Lernen uns richtig gut zu versorgen, emotional, aber auch basisch. Also deswegen heißt mein Programm weiblich, basisch, liebevoll, weil es geht darum, dass wir uns als Frau einfach richtig gut sehen und richtig gut versorgen. Weil das ist es ja auch, oder? Ich habe von vielen Frauen immer wieder gehört, dass sie auch Angst haben, dass sie, wenn sie nicht mehr fruchtbar sind, ihre Weiblichkeit verlieren. Und es ist ja ein totaler Quatsch. So. Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Natürlich ist die Fruchtbarkeit ein Teil der Weiblichkeit, aber ja nun lange nicht alles. Es ist ja nur ein Teil. Also insofern genau geht es darum, wie wir während und gerade auch nach der Wechseljahre weiblich bleiben, uns weiblich fühlen, ja, uns weiblich versorgen, wirklich gut richtig mit uns in Kontakt sind und auch mit anderen Frauen einen Kreis bilden, wo wir uns gegenseitig als Frauen annehmen und respektieren. Mit der Veränderung, mit unserer veränderten Wahrnehmung, mit einem liebevollen Blick auf unsere Weiblichkeit. Ja, so. Genau, das ist das, was ich gesagt habe, das möchte ich jetzt unbedingt teilen, weil ich habe große Lust, ein Programm zu machen für Frauen mit dem Thema Wechseljahre. Und da gibt es im Endeffekt jetzt so akut, gibt es 2 Möglichkeiten. Und wenn du sagst, oh, das hört sich total cool an und ich möchte unbedingt da was tun, präventiv oder ich bin schon mittendrin, dann hast du 2 Möglichkeiten. Das eine ist der basische Körper. Ich biete ein Programm an, das heißt dein basisches Quartal. Und in diesem basischen Quartal, wirklich für 3 Monate, begleite ich Menschen, ihren Körper basischer zu bekommen. Ja? Das heißt, du lernst alles, was dazugehört an Ernährung, Bewegung, Atmung, Entspannung. Wirklich, was hilft uns alles dafür zu sorgen, dass unser Körper wieder in die richtige Balance kommt? Und das andere, das geht weit darüber hinaus. Also in meinem anderen Programm, das ist dieses weiblich-basisch-liebevoll, das läuft über ein halbes Jahr. Und da gibt es wirklich richtig wöchentlich einen Termin, wo wir bestimmte Themen besprechen, weil das ist in diesem Programm nehmen wir auch alle mentalen und emotionalen Themen dazu, die da so mit bei sind, ja, die uns auch unterstützen in diesen Veränderungsprozessen, diesen Wechsel geschmeidig hinzubekommen, nett mit uns selbst hinzubekommen, weil da geht es ganz viel auch darum, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Bin ich eigentlich freundlich und nett mit mir, wie ich es so sein sollte, als wäre ich meine beste Freundin, meine liebste Schwester oder wie auch immer? Oder kritisiere ich mich, mäkel an meinem Körper rum, versorge mich nicht richtig, versorge meinen Körper nicht mit genug Vitalstoffen, und jaul dann noch rum, wenn er dann krank wird. Ja? So, und da so hinzukommen auf eine zuwendende, liebevolle, freundliche Art und Weise. Das ist das, worum es in diesem Programm geht. Auf der einen Seite alles Wissen um den Säure-Basen-Haushalt, aber eben noch viel mehr. Und es gibt manchmal Frauen, die zu mir kommen, die sagen, okay, sowas wie ein Coach oder eine Therapie oder sowas, das mache ich schon, das habe ich schon für so alle emotionalen, mentalen Themen, dann reicht es, wenn du den 3-monatigen Kurs machst, ja, dieses Programm für die Entsäuerung.
Da gibt es im Moment tatsächlich auch, ich starte jetzt im September, da gibt es jetzt für die nächsten Tage noch ein Spätsommerangebot. Das Programm kostet eigentlich 3.300 €. Und es ist jetzt noch für 2.500 zu haben. Und es sind wirklich 3 Monate sehr, sehr intensive Begleitung. Und deswegen ist es auch, deswegen kostet es nicht 350, ja, sondern ich gewährleiste mit diesem Preis wirklich, dass meine Teilnehmer auch in ihre Ergebnisse kommen. Ja, weil die regelmäßige Motivation dabei ist, weil der direkte Draht mit mir dabei ist. Es ist nicht nur ein Buch oder ein Kurs, was du so in alleinigem Tempo machst, sondern es ist wirklich so, dass ich dastehe und dir die Hand reiche, dich manchmal ein bisschen schubse oder auf die Füße dreht. So. Und sage, okay, so, Fräulein, wo ist der nächste Schritt? Ja, was ist das nächste? Was ist dran? Wo stehst du? Was ist für dich genau das Richtige? Ja, deswegen dieser Preis. Wenn du in so einem Premium-Coaching, so einem Premium-Programm dabei sein möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Schreib es auch gerne mir hier drunter, was du möchtest, was dich interessieren würde, diese beiden Varianten. Patricia ist dazugekommen. Hallo. Genau. Du müsstest dir nochmal von vorne anhören. Es geht um die Wechseljahre des dieses Video und wie ich das da den Zusammenhang sehe mit dem Säurebasenhaushalt und was man tun kann. Weil natürlich, ich würde das Video nicht machen, wenn ich nicht eine Lösung hätte. Genau. So, insofern freue ich mich, dass so viele spontan dabei waren, ohne Ankündigung. Wenn genügend Fragen, also ich sag mal, so, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir ruhig hier drunter. Ich könnte mir vorstellen, da mal in der nächsten Woche oder Ende dieser Woche sogar noch ein Webinar zu machen, ein Live-Video. Und wenn ihr Fragen habt, würde ich eure Fragen auch direkt dann beantworten. Genau. Und schreibt mir unbedingt auch dazu, ob ihr schon in den Wechseljahren seid, ob ihr Wechseljahrsbeschwerden habt, ob ihr das gerne noch davor seid, aber gerne wissen würdet, was man präventiv da tun kann, damit man da gar nicht erst hineinkommt. Es gibt so viele Dinge, da ist es uns so selbstverständlich, ja? Jemand, der Karies vermeiden möchte, der putzt jeden Abend die Zähne oder vermeidet sogar vielleicht den Zucker. Aber wer hat uns Frauen denn schon mal erzählt, dass wir um Wechseljahrsbeschwerden zu vermeiden, dass wir da was tun können? Ich entdecke da echt gerade so eine Lücke, oder? Kennt ihr Leute, die das machen? Also ich glaube tatsächlich, ehrlich gesagt, ich habe im Moment gerade so das Gefühl, es öffnet sich gerade so eine Tür. Und ich denke so, wow, wir müssen mal so einen Aufruf starten, so eine Bewegung starten, Frauen zu sagen, dass sie nicht erst warten müssen, bis die Misere anfängt, sondern dass sie das vorher schon tun können. Das wäre doch viel, 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 viel genialer, als darauf zu warten, ob man vielleicht irgendwann Wechseljahrsbeschwerden bekommt und dann zum Arzt zu gehen. Und nichts gegen Ärzte, aber Ärzte haben meistens eben nur so ein bestimmtes Register an Hilfemöglichkeiten. Und das sind dann chemische Hormone oder vielleicht haben sie auch den ein oder anderen guten Tipp, aber also ich bin gerade total begeistert von der Idee, dass man da wirklich mal so eine Bewegung draus macht, so eine Community draus macht, wo Frauen miteinander diesen Weg gehen. Jetzt kommentiert keiner mehr was, ich glaube, ich habe zu viel geredet. Ja, schreibt mir mal, was ihr davon haltet, ob ihr gerne was darüber mehr wissen möchtet, ob ihr gerne, wie alt ihr seid und ob ihr schon Anfänge von den Wechseljahren merkt, ob ihr merkt, dass ihr häufiger mal so gestresst, erschöpft seid, dass ihr zu Stimmungsschwankungen neigt oder auch so ein bisschen euer Leben in Frage stellt, denn das gehört natürlich auch dazu. Ja, das ist das Gute an den Wechseljahren, dass wir hormonell so ein bisschen schwanken und dadurch unsere Themen noch mal ganz anders anschauen. Das ist nämlich eigentlich gar nichts Schlechtes und das ist vielleicht jetzt mein Schlusswort hier. Wie wäre es denn, wenn die Wechseljahre was ganz, ganz Wunderbares sind und ein Geschenk sind?
ein Geschenk, noch mehr zu uns selbst zu kommen. Ein Geschenk, wenn unsere Kinder groß genug sind und wir auch von der Natur nicht mehr Kinder aufziehen müssen. Wie wäre das dann, wenn wir das als Geschenk sehen, dass wir uns ab jetzt, wo wir uns anfangen, mit den Wechseljahren zu beschäftigen, richtig, richtig gut und um uns selbst kümmern? Wow, wäre das cool? Wenn du meinst, dass das cool wäre, dann schick mir mal ein Herzchen. So, meine Lieben, dann freue ich mich auf eure Meinung, auf eure Kommentare und bin gespannt. Ich lasse mich mal überraschen, wie viel Resonanz das so gibt, dieses Video, und ob ich dem weiter nachgehe oder nicht. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.